Hallo, willkommen am Tausendbecker Report. Heute mit dem Thema: Der Toronto Stock Exchange steht kurz vor dem Ausbruch. Disclaimer. Der Toronto Stock Exchange vor dem Ausbruch. Ja, ich habe hier mal von Willem Middelkoop dann Statement kopiert sozusagen. Hier sehen Sie zum einen den TSX seit 2007. Sie sehen auch, wie gewaltig der abgestürzt ist. Sie sehen auf der linken Seite 2007 vor der Finanzkrise, den offensichtlich der Rohstoffsektor wurde in unvorstellbarer Art und Weise getroffen. Es hat viele Vermögen dezimiert. Und dann gab es sozusagen, ja, man kann sagen, eine Bärenmarkt-Rallye, die aber schon dazu ausgereicht hatten, gigantische Goldaktienbewegung zu realisieren, wo viele Millionen gemacht haben. Das ist eben diese Bewegung hier von 484, dann in zwei Stufen bis 2011, dann auf 2439. Und seitdem ging es eigentlich bergab, bis wir dann 2016 hier einen neuen Bullenmarkt hatten, wo ja die Goldaktien auch ordentlich performt hatten. Und dann dasselbe nochmal mit Corona, dann auch nochmal ein Bullenmarkt, der auch relativ stark war. Allerdings waren das beide kurze Bullenmärkte, nicht zu vergleichen mit den Bullenmärkten eben von 2009 und 2010. Und jetzt wird eben der Willem Middelkoop erwartet jetzt eben den dritten Bullenmarkt. So, und jetzt kann man möglicherweise unterstellen, weil jetzt Gold zunehmend auch exponentiell steigt, dass eben auch denn diese Minen exponentiell nachziehen, dass also diese Anstiege jetzt zu erwarten sind, vermutlich zwei oder dreimal so stark ist wie diese beiden kleineren Bullenmärkte und eher möglicherweise zu dem Hoch von 2008, also bei 2718 hingehen können. Das könnte jetzt sein, wenn jetzt Gold noch dementsprechend stärker steigt. Das würde ja den ganzen Toronto Stock Exchange, also der hauptsächlich Rohstoffaktien, im Wesentlichen auch Goldaktien handelt, dann enorm beleben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen stärkeren Goldaktienbullenmarkt ist nach dieser Chartsicht absolut realistisch. Und der bringt uns vielleicht in den Bereich von 2500 Punkte, was einfach gigantisch wäre. Das würde im Prinzip ja eine Vervierfachung bedeuten. Unvorstellbar. Was das denn für Goldaktien bedeutet. Ja, hier der Willem Middelkoop, das wirklich ein Experte auch für Goldaktien ist, der hat eben gesagt, dass aktuell sein Depot 10% gestiegen ist. Mainz nur zum Beispiel, ich glaube seit Jahresmitte so ungefähr 15% zugelegt. Und 2020 hat seine Gruppe sozusagen 85% gemacht, das von der Corona-Krise aus, und 2016 70%. Das heißt, die Situation ist eben auch bei ihm gleich wie bei vielen anderen Goldaktieninvestoren. Und das Beste, denke ich mal, das liegt eben noch vor uns. Und er ist auch eben ganz euphorisch. Und wenn man sich die Charttechnik so ansieht, lässt das Großes erwarten. Das wollte ich Ihnen auf alle Fälle nochmal zeigen. Ich werde da seinen Twitter-Kanal auch verlinken. Ja, hier ist nochmal ein Goldprojektgenerator aus Ontario. Die haben zwei Gebiete, einmal das Thunder Cloud-Gebiet in Ontario und das Golden Repeat-Gebiet in den USA. Also das Thunder Cloud-Gebiet hat 2250 Hektar und befindet sich im Vibegon-Grünschlaggürtel im Westen Ontarios. Die geologischen Gegebenheiten entsprechen denen des Abitibi-Gürtels im Osten Ontarios. Jedoch ist Thunder Cloud weit weniger erforscht. Der Gürtel erhält zahlreiche Goldvorkommen. In den letzten Jahren wurden in diesem Gebiet fast 30 Millionen Unzen Gold entdeckt. Zu den großen Bergbaugebieten in der Region gehören die Rainy River Mine von New Gold mit 6,4 Millionen Unzen Gold und 18,7 Millionen Unzen Silber und die Red Lake Gold Mine von Evolution Mining mit 9,25 Millionen Unzen Gold, sowie mehrere Goldreserven von mehreren Millionen Unzen, die in der Lagerstätte Canadian Malartic Hammergold Reef
mit 5,8 Millionen Unzen Gold von Agnico Eagle in der Lagerstätte Springhole von First Mining. Das ist ja von Keith Neumeyer. Das ist das zweite Unternehmen, das er neben First Majestic hat, mit 4,9 Millionen Unzen nachgewiesen worden ist. 2023 kam es zu Top-Bohr-Ergebnissen, 1,5 Meter mit 264 Gramm pro Tonne und 73 Meter mit 8,42 Gramm pro Tonne. Und diese Bohrergebnisse die sie das ganze Jahr über gemacht haben, sind alle hochgradig. Und das lässt zu vermuten, dass dieses Gebiet eine große Mine beherbergen könnte. Also das ist im Prinzip interessant. Wie gesagt, der Markt interessiert sich im Augenblick nicht so. Wir hatten eigentlich einen ständigen Anstieg hier seit 2020. Und jetzt kam es eben auch zum großen Rückschlag, aber meiner Meinung nach ist der Boden gefunden. Also aus meiner Sicht, Ontario ist einer der besten Rechtsgebiete, die man haben kann im Vergleich, sage ich mal, zu Mittelamerika und Südamerika. Sie haben absolut hochgradiges Gold. Das liegt alles in den Top-Gebieten, wo die anderen großen Goldunternehmen sind. Meiner Meinung nach sehr interessant und die haben eben das Potenzial, dass es daraus irgendwann eine große Goldmine werden kann bei den Ergebnissen. Also Potenzial ist es eine Aktie, die man einfach weiter verfolgen sollte. Wie gesagt, an der Stelle, Risikostufe ist natürlich hoch. Sie haben eben noch kein Einkommen, aber sie sitzen möglicherweise auf riesigen Ressourcen. Ja, also meiner Meinung nach sehr interessant und an der Stelle wie immer keine Kaufempfehlung. Ja, nochmal generell zu Gold. Gold hat ja jetzt eine gute Dynamik gezeigt. Das setzt meiner Meinung nach jetzt eine ganz andere Annahme oder ganz andere Grundlage für weiteren Goldanstieg frei. Es werden jetzt schon Ziele von $3.000 genannt. Ich hatte das, glaube ich, gestern verlinkt. Das hatten wir vor einer Zeit noch nicht. Denkbar ist allerdings auch, dass es auf $8.500 steigt, sogar recht schnell, weil wir hatten im In den 1979 genau das, nach dieser Korrektur da im roten Kreis, stieg dann Gold mit einmal von $200 auf $850. Setzen Sie da 2000 für ein, kommen Sie auf $8.500. Das kann sich wiederholen. Und Märkte laufen nach jahrelang von Lethargie und passiert nicht viel, dann mit einmal in die exponentielle Entwicklung. Und die Statisten und Prognostiker nehmen dann meist an, ja, es war rückwirkend jetzt so schwierig für den Goldpreis, hatte sich im Prinzip seit 2011 nicht bewegt, obwohl er natürlich um die Hälfte runtergebrochen ist, um dann wieder um das Doppelte zu steigen, aber das wird so nicht gesehen. Also traut man dem Braten noch nicht richtig. Aber es ist eben durchaus möglich. Damals war es eben auch so. Da ging Gold von $200 auf $100 runter, hat sich auf $200 herangearbeitet, kam zu dieser Korrektur im roten Kreis. Viele waren sicherlich negativ und dann schoss es um das Vierfache hoch. Das könnte sich wiederholen. Muss man abwarten. In jedem Fall reicht ein Anstieg auf Gold 2500, 3000, auch hier eine Goldaktienrallye zu entzünden. Damals gab es diese Goldaktienrallye so groß, dass man das sich kaum vorstellen kann. Hier sind einige Beispiele. NRD Mining ging von 5 Cent auf $19, Silver Slug Mines von 10 Cent, $36. Also das heißt, die Goldaktie stieg es 100, 200, 300-fache. Aus $1.000 hätte man 100, 200, 300.000, in einigen Fällen eine halbe Million, sogar eine Million machen können. Unvorstellbar, was eine Goldaktienrallye bedeuten kann. Nur das Problem ist ganz selbstverständlich, das Timing ist ungeheuer schwierig. Man weiß nicht wirklich, wann es hochgeht. Kann eben gut sein, dass es jetzt dramatisch hochgeht und derartige Werte wiedererzeugt werden können. Es ist in jedem Fall ein sehr seltenes Ereignis, deswegen muss man auch im Vorfeld investieren sein, um überhaupt damit teilnehmen zu können, weil wenn, wird es auch rasend schnell gehen. So Pennygold-Aktien können sich innerhalb weniger Tage verdoppeln, verdreifachen, verfünffachen und schon ist ein großer Teil des Hebels raus. Das muss man sich bewusst machen. Auf der anderen Seite sind dann eben diese Phasen, wo es dann keine Goldaktienrallye gibt, unglaublich lethargisch, wo dann die Aktien verwässert werden und man glaubt, es gibt dann nie wieder eine Chance. Es ist schon schwierig. Also man muss wirklich auch daran glauben, dass dass es bei Gold und Silber jetzt zu massiven steigenden Notierungen kommt und dass dann diese Goldaktienrallye sozusagen auslösen kann.
Ja, ganz herzlich, also Entschuldigung, hier ist nochmal der 1000-Bäcker-Report. Also wir haben da eine Unterteilung gemacht, einen moderaten, hohen und sehr hohen Risiko, berechnen den Potenzialfaktor, soweit es möglich ist, um wie viel das kann die Aktie steigen, wenn es jetzt eben zur Goldrallye kommt. Ja, wir versuchen politisches Risiko einzuarbeiten, Grad des Goldes ja, also Sie finden diesen Report dann bei mir im YouTube in der Beschreibung und generell, wenn es Fragen gibt, können Sie mich natürlich jederzeit kontaktieren. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen. Dann werden Sie sofort über das ne jedes neues Video informiert oder auch ein Like geben. Das würde dem Ganzen Algorithmus auf die Sprünge helfen. Mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wünsche einen schönen Sonntag. Bis dahin.